Alter, was geht ab, Leute? Hier? Kleine Runde Hearts und Zocken. Und ich habe einen neuen Manga angefangen, der eigentlich nicht neu ist. Survive of the End heißt der, glaube ich. Da hat auf einmal Sascha Freitag im Stream irgendwas drüber gefragt. Ich hatte damals, glaube ich, die ersten paar Folgen geschaut. Und ich war ernst überrascht, als ich das nachgeschaut hatte. Der Anime kam 2015 raus, vor 6 Jahren. Und dann meinte ich, ja, der Manga läuft noch und so und hat irgendwie darüber gefragt. Und ja, jetzt habe ich den angefangen, Kapitel 5. Ist okay, ist solide, jetzt nichts, was mich überkrass packt, aber ist ja auch erst der Anfang. Monatlicher, das heißt, davon gibt es gar nicht so viele Chapter, deswegen habe ich den auch angefangen, weil kann ich direkt verschlingen. 105 Kapitel, Digga, das schaffe ich vielleicht heute noch. Wobei, ich wollte mir noch einen 9K-Drama anschauen. Den haben mir jetzt endlich viele, vor ein paar Freundinnen empfohlen. Crash Landing on You oder so. Der soll sehr, sehr gefühlvoll sein. Da haben viele geweint. Ansonsten habe ich ja auf Instagram was gefragt. Auf Instagram mal wieder eine kleine Fragerunde zu Krypto, aber auch allgemein. Weil, das hatte ich letztens gemacht, da hatte ich die fast 500.000 US-Dollar geknackt. Das war bei 491.000 damals mein Portfolio. Jetzt ist bei 461.000 ungefähr. Und der große Unterschied ist, Bitcoin und DeFi, der Preis, die sind noch gar nicht so wie von damals, das war vor 3 Monaten ungefähr, wo ich mein All-Time-High hatte. Der Unterschied ist, obwohl der Preis immer noch viel weiter unten ist, okay, nicht viel weiter, aber weiter unten als vor 3 Monaten und dem All-Time-High, seitdem habe ich mehr Coins generiert, Cashflow, das Geheimnis von Bargish, worauf er so viel Wert legt. Warum wir nicht in irgendwelche Random Coins investieren und hoffen, dass die explodieren, weil die keinen Cashflow generieren. Obwohl der Preis von damals immer noch niedriger ist, ist mein Portfolio fast wieder gleich. Wegen dem Cashflow, Zins. Wegen diesem super saftigen Renditen, Mann. Das ist das Geheimnis. Das ist das super saftige, was ihr machen solltet. Diese gut, Alter. Schau so, was ich auf Insta gesehen habe. Sah so saftig aus. Wollte ich direkt mal abchecken. Wir sitzen wieder an meinem Tisch, wo ich letztens auch saß und mir einen Köfte gegönnt habe im Vergleich zu Hartas Köfte. Weil der Laden ist echt super. Ich habe den gezeigt, das von Instagram, der Typ so, kein Plan, was es ist, Mann. Look at this. So einen Dürüm hatte ich auch noch nie. Mit so einem Brot. Da ist dieses Chicken. Nicht so geil. Dieses Dürüm ist irgendwie voll dick und dadurch ist er voll trocken. Er sah voll geil aus, als er auch voll heiß ist. Ja. Das Chicken ist jetzt auch nicht so geil. Aber der, ich mach davon nicht mal einen Post, oder? Hm. Boah, nee, Mann. Wie können die so ein krasses Köfte-Sandwich machen? Und dann so ein totes Dürüm? Meine Hände sind mega dreckig von diesem Dürüm, Rap, was auch immer. Auf einmal höre ich so von der anderen, oh mein Gott, hier auch, kein Wunder, dass hier der Stadt. Von der anderen Straßenseite ruft mich so eine Dame, die klettert einfach so über den Zaun. Sie so, hey, Hilfe, Hilfe, kommen Sie mal bitte helfen. Und dann soll ich sie mit meinen dreckigen Händen hier abstützen und so, dies, das, oh mein Gott, Digga, was ist hier los? Bisschen Musik und Kultur für den Vlog, Alter. Für euch, Leute. Ich pack's jetzt, glaube ich, gleich heim, weil es regnet. Auf dem Weg daheim noch ein Bubble Tea, um das runterzuspülen. Ich support den kleinen Bubble Tea Laden oben bei mir im Norden. Dann gönne ich mir eine Shisha und schau ein paar K-Drummen, Alter. Beste Life. Ich habe mir sogar zwei gegönnt. Ein normal Bubble Tea, Minz, klang geil. Und ein Dalgona Kaffee. Korean Style. Gönne ich mir, ich gebe euch gleich Feedback. Ja, die Fragerunde läuft ganz gut. Ich habe auch in letzter Zeit echt eine Menge positives Feedback auf Instagram bekommen. Nachrichten von euch, Zuschauern, Followern, die halt geschrieben haben: Yo Hong,
hast mich inspiriert, hast mich da geprägt, zwecks Finanzen, zwecks Investieren, zwecks Hey Young, bin gerade erst 18 geworden und habe dich da so verfolgt und ich schaue mir das genau, auf jeden Fall genau an und werde irgendwas investieren. Also hoffentlich das Richtige, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach so der Denkanstoß, dass die Leute schon früh mit Anfang 18, Anfang 20 so drüber nachdenken, weil ich habe in der Zeit nicht darüber über solche Sachen nachgedacht. Und wie früher man da anfängt, auch wenn es wenige kleine Summen sind, wieso nicht? Da habe ich in letzter Zeit echt eine Menge. Auch, habe ich euch ja erzählt, dieser eine Zuschauer, der einfach 18.000 reingeballert hat. Aber da habe ich echt in letzter Zeit sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ja, freut mich, dass ich euch inspirieren konnte, dass euch das interessiert, das ganze Thema. Ich kann es echt nur empfehlen. Ja, was soll ich sagen? Das hat mein Leben verändert. Das ist super soft. Das ist das Beste, was ich sagen kann. Ich kann es jedem nur empfehlen. So ist es halt. So ist das, Leute. Jo, ist der nächste Morgen. Sonntag nicht viel gemacht, gechillt. Shisha angemacht. Bisschen K-Drama geschaut. Bisschen Hearthstone gezockt. Bisschen Manga gelesen. Ich habe gerade eine E-Mail reinbekommen. Von Niantic. Ein Pokestop ist durchgekommen. Nach 1,5 bis 2 Jahren. Alter, ich wusste nicht mal mehr, wo das war. Also irgendwo im Hasenberger Spielplatz Hasenberger, also für alle, die noch spielen, irgendwann heute, ab heute 20 Uhr ist es, glaube ich, immer gewesen. Falls es noch so ist, heute 20 Uhr ein neuer Pokestop im Hasenberger. Falls da nicht schon seitdem natürlich ein neuer Stop ist und die Zelle belegt ist oder sowas. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Oh, sorry, ich habe geschlagen, sorry. Takedon, Mittagessen dort. Ich verkaufe mir immer so Geistgerichte, nicht so diese typischen asiatischen Curry Rice Dinger. Und da gibt es jede Woche wechselnde Angebote. Drei verschiedene Dons gibt es eigentlich immer im Angebot. Und neu, jetzt habe ich neu gesehen, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber jetzt habe ich das gesehen. Für 1 Euro mehr gibt es eine große Portion. Das hat noch gefehlt, weil eine Portion ist ein bisschen zu wenig. Oh yes. Und ein Chicken hat sich verlaufen. Ja, war lecker. Nichts, was ich euch unbedingt zeigen muss. Ist halt Reis mit Hähnchen gewesen. Ich komme jetzt noch irgendwie in Bumble Tea oder so und dann können wir ein bisschen über Krypto gehen. Vielleicht erreiche ich bis dahin ein neues persönliches All-Time-High. Und dann geht gut ab. Sascha auch schon direkt in die Gruppe geschrieben, Telegram-Gruppe heute. Da richtig softiger Pump. Übrigens auch ein Kollege in der Telegram-Gruppe hat geschrieben, dass er Pferdsöhner die neue Location abgecheckt hat. Aber da war es tot. Sieht nicht so aus, als würde er da demnächst irgendwas aufmachen. Sehr enttäuschend, meinte er, und er gibt schon die Hoffnung auf, hat aber lange gesucht und probiert und getestet und eine gute Alternative gefunden. Also falls wir trotzdem nach Wien fahren wollen, für den Döner könnte es sich auch lohnen. Oh yes! Die 400.000 Euro geknackt! In US-Dollar? Mein altes All-Time-High war, oh, nicht mal annähernd. Es fehlen noch 19.000 bis zu meinem alten All-Time-High. Das war 491.000 US-Dollar. Ja, gestern ein bisschen über Krypto geredet, dementsprechend machen wir einfach die Folge zum Thema Krypto. Da hat sich einer letztens in den Kommentaren gewünscht, dass ich mal ein Update mache, ein Portfolio-Update. Ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, wie genau ich das machen soll, weil... Ja, keine Ahnung, es geht halt einfach nicht so. Ich habe DeFi, ich habe Bitcoin, ich habe Crow, ich habe das im LM, ich habe das im Staking. Mal mehr, mal weniger, aber das war's. Also, das ist seit Dezember unverändert eigentlich. Okay, wir hatten einmal diesen einen Move, wo wir ein bisschen verlagert haben, mehr auf Staking gegangen sind, in der Hoffnung, dass der Preis krass steigt und so. Und jetzt ist es ein bisschen wieder anders, umverteilt, aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach liegen lassen, im LM, im Staking und dann Geld einsacken. Alle 12 Stunden, beziehungsweise hier auf der DeFi Chain App passiert das sogar minütlich. Da habe ich ein bisschen was für LM. Und da ist so ein Typ auf YouTube, der nennt sich Manu. Und das ist wahrscheinlich sowas, was ihr oder der Kollege in den Kommentaren gerne sehen würde. Der macht wöchentlich, so wie ich das mitbekommen habe, ein Update. Richtig schön mit Tabelle. Also wirklich krass. Also so überhaupt nicht mein Style. Alter, ich update das vielleicht einmal alle 2 Wochen oder so, wenn ich überhaupt dran denke. Und dann einfach so ganz grob. Und er macht das wirklich so schön.
wie viel der DeFi hat, gesamt, wie viel der gerade wert ist, BTC, wie viele Rewards in der Woche bekommen hat. Übrigens, der ist auch super saftig fett mit dabei, also Respekt. Sogar hier dann Gesamtdollarwert, Affiliate Rewards, er kriegt 50 DeFi. Das ist krass, ich krieg 17 oder sowas. Und wie viel dann sozusagen alle Member, alle seine Referrals haben als DeFi, also richtig krass macht das. Kann ich euch vorschlagen, falls ihr darauf steht, so richtig technisch mit diesen ganzen Details und Excel-Tabelle und sowas. Und bei mir ist halt verstreut, dies, das. Wir werden anscheinend demnächst dann bis Ende des Monats, irgendwann diesen Monats kommt noch das mit dem 2x Freezer, wo man das Doppelte bekommt, wenn man das für 10 Jahre einfriert. Da werden wir wahrscheinlich reingehen und dann ist alles im Freezer und dann ist auch alles ordentlicher und dann kann ich einfach Cake aufmachen und euch ab und zu Updates geben, falls ihr darauf steht. Aber grob gesagt kann ich euch sagen, ich mache, keine Ahnung, um die 420 irgendwie sowas, ja, 420 DeFi am Tag. Und hochgerechnet sind das irgendwie 11.000 oder sowas, oder? 12.000 DeFi im Monat. Und je nach Wert ist es halt ungefähr zwischen 20.000 und 30.000. Wenn man jetzt das verdoppelt und in den 10-Jahres-Freezer tut, sind es um die 40.000 bis 60.000. Brutto natürlich. Ja, ganz, ganz grob. Ich weiß, die meisten Leute stehen nicht auf dieses Kombi, die wollen sowas hier haben. Aber das ist nicht mein Stil. Ja, was kann ich euch sonst noch sagen? DeFi Chain App, da habe ich, wie gesagt, ein bisschen was für LM. Wenn ich was brauche, dann hier die Decks, kann man schnell umwandeln. Zum Beispiel die DeFi, die rauskommen, in BTC, dann umwandeln. Und dann kannst du es transferieren, hier abheben, dann hier zum Beispiel abheben. Dann schiebst du die DBTC rüber auf Cake, dann werden die auf Cake zu richtigen BTC und von Cake kannst du es dann auf zum Beispiel Crypto.com rüberschieben und dort dann entweder in deine Crypto.com-Karte, Kreditkarte einfach, wie nennt man das, reintun oder halt in Euro umwandeln und dann auf dein Konto abheben, je nachdem, also mehr war es das eigentlich auch nicht. Ansonsten halt hier, je nach Bedarf, dann natürlich, keine Ahnung, einmal am Tag oder so, rüber ins Staking auf Cake und sowas. Und dann auf Cake natürlich noch alle 12 Stunden das, was im Staking ist, die bringen auch Rewards und dann wird das reinvestiert in wieder ins Staking. Und dann, wenn alles im Freezer ist, kommen die Rewards dann auch automatisch ins Staking, werden da nochmal im Staking, vermehren sich immer vermehren Zinseszins, das ist halt das Geheimnis von unserem Ding. Und das war's eigentlich auch schon. Und dann, wenn alles im Freezer ist, das, was im Staking ist, kann man dann frei verwenden. Und das wird dann abgehoben, auf crypto.com getan, auf das Bankkonto getan, in Euro weiter reinvestiert oder was weiß ich, was wir damit machen. Ja, das war's eigentlich. Kurz und knackig und unkompliziert. Also für mich unkompliziert. Gönnt euch das, falls ihr auf sowas steht. Ja, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin DeFi, so wie der Kollege, der echt krass, Respekt, also auch ein fetter Fisch, Mann. Richtig fett. Und ja, serious business.